Fangen wir heute einmal mit dem Luchs an, meine Damen und Herren. Der Luchs, früher in Russland so verbreitet wie bei uns, trägt einen prächtigen Backenbart. Doch er trägt ihn so unauffällig, dass der Betrachter ihn kaum wahrnimmt. Fast könnte man ihn als Tarnschleier deuten. Wenn also im ausgehenden 19. Jahrhundert, in dem ein Mann so recht männlich erst wurde, weil es ihm stattlich und farbstark von den Ohren abwärts wuchs und ums Kinn spross, wenn damals Damen der Gesellschaft kichernd von einem Mann sagten, der Unglückliche habe leider einen Bart wie ein Luchs, dann war das Schlimmste über diesen Herrn bereits ausgesprochen. Und dieses Befremden galt ganz besonders dann, wenn der Betreffende ein Offizier war, sozusagen von Standes- und Berufswesen zu einer imposanten Erscheinung aufgefordert. Unseren heutigen Helden, er heißt Jabowitsch und ist tatsächlich Offizier, Offizier in einem Regiment des Zaren, hat dieses Schicksal getroffen. Doch der Luchsbart ist nicht sein einziges Manko. Jabowitsch ist gleichsam angefüllt mit Eigenschaften, die ihn zu einer gesellschaftlichen Nullstelle, eher noch zu einem Negativposten machen. Er kann weder tanzen, noch beherrscht er das Billardspiel, muss eine Brille tragen, Frauen schüchtern ihn ein. Kurzum, für seine schneidigen Kameraden ist er eine einzige Peinlichkeit, eine langweilige Erscheinung. Und widerfährt aber gerade diesem unscheinbaren Jabowitsch. Wir befinden uns auf einem kleinen Empfang, den ein Gutsherr, Generalleutnant der Reserve, den Offizieren der durchziehenden Brigade gibt. Tee wurde gereicht und Schärferes. Nun widerfährt gerade diesem luchsbärtigen Jabowitsch nichts weniger als ein Wunder. Er hat gerade Gefallen an dem Gedanken gefunden, dass auf diesem Empfang alles bis gleichsam ins Fortissimo der aufgesetzten Freundlichkeit von den Gastgebern inszeniert ist. Nichts ist persönlich gemeint, alles aber auf das Vorbildlichste zum Ablauf gebracht. Und so muss sich auch Jabowitsch keine Sorgen über seine bedauernswerte Unauffälligkeit machen. Wie alle anderen ist er in diesem Stück gleichzeitig gemeint und eben auch nicht gemeint. Also wandert er ein wenig durch die Räume des Anwesens, besucht auch kurz den Billardraum, verweilt dort aber nicht länger, schließlich beherrscht er dieses Spiel ja nicht, sucht den Weg zurück in den Salon, verläuft sich und wird dann, jetzt geschieht das Wunder, wird dann in einem dunklen Gang plötzlich von einer unbekannten, überaus wohlparfümierten Dame umarmt, die kurz ausruft, nun endlich, und ihn küsst. Auf seinen Bart. Doch diesmal ist es der Schnauzbart. Naturgemäß handelt es sich um eine Verwechslung. Doch bei einem Wunder spielt es keine Rolle. Auch nicht, dass die Dame sofort entflieht. Unser Offizier Jabowitsch hat auf die allerflüchtigste Art das Sakrament der Liebe empfangen. Fühlt auch sofort seinen Hals. Dort, wo die Arme der Dame ihn kurz umfangen hielten, fühlt sich wie mit einem weichen Öl betropft. Nein, er macht sich keine Illusion darüber, dass die Zärtlichkeit nicht ihm galt. Doch das mindert die Erregung, die diese Begegnung in ihm ausgelöst hat, nicht im geringsten. Jabowitsch ist ein Erweckter. Und hier beginnt sein Unglück. Dieser schüchterne, luchsbärtige hat nicht die Zunge, sein Glück mitzuteilen. Zu groß ist die Empfindung, zu armselig sein Sprachschatz. Und außerdem, wer hört ihm schon zu? Diese Erzählung, diese Novelle mit dem Titel Kuss, das haben Sie längst bemerkt, meine verehrten Damen und Herren, kann in ihrer Subtilität, ihrem Empfindungsreichtum, ihrem zarten Spott von niemandem anderen stammen als von Anton Pawlowitsch Tschechow, gewiss dem beliebtesten russischen Schriftsteller des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ob man Dostojewski höher schätzte als Tolstoi, darüber konnte ein russischer Literat Tage und Nächte lang rechten. Doch zwei Namen sind außerhalb dieses Streites gestellt. Es ist einmal der Dichter Puschkin und mit nur ganz wenigen Einschränkungen Tschechow, dessen Theaterstücke und dessen Erzählungen noch heute zu jenen Klassikern gehören, auf denen kein Körnchen Staub haften blieb. Und ich habe daher gleich aus mehreren Gründen für den Anfang unserer heutigen Sendung die Erzählung Kuss ausgewählt. Einmal geht es natürlich darum, das liegt ja nahe, Sie mit diesem Kuss an eine Geschichte zu erinnern, die Ihnen vielleicht nicht mehr ganz so vertraut ist wie die viel berühmtere Erzählung Die Dame mit dem Hündchen vielleicht oder Rothschilds Geige,
Krankenzimmer Nummer 6, die Steppe oder jene Erzählung, die Thomas Mann so überaus schätzte und die den so provokanten Titel trägt, eine langweilige Geschichte. Tschechow wurde 1860 geboren und zu seinem 150. Geburtstag erschienen hierzulande erfreulich viele Neueditionen, neu zusammengefasste alte Editionen, Briefwechsel, korrigierte Übersetzungen und Kommentare, erweiterte Biografien. Gestern ein großzügig ausgeschüttetes Füllhorn literarischer Alt- und Neuerscheinungen. Das ist eine Freude für Philologen und mehr noch ein großer Gewinn, gerade auch für Leser, die des Russischen nicht mächtig und vielleicht auch noch nie einem Lux begegnet sind. Also kann jeder seinen Tschechow immer wieder neu entdecken in einer anderen Landschaft, in einem weicheren oder härteren Licht, in bekannter oder unbekannter Gesellschaft. Denn Tschechow, das bemerkte schon sein Kollege Tolstoi, Tschechow ist ein Autor, den man immer wieder lesen kann. Und Tolstoi, das darf ich hier schnell hinzufügen, war nicht bekannt für die Freizügigkeit seiner Komplimente. Ein zweiter, nicht weniger gewichtiger Grund für meine Auswahl liegt darin, dass gerade diese kurzen Geschichten von Tschechow ein gutes Beispiel für jene Erzähltechniken sind, die am Beginn des Genres der Kurzgeschichten steht und die man nach einer russischen Redensart das Bewahren des Insekten im Bernstein nennen kann. Den dritten Grund ahnen Sie bereits, meine Damen und Herren. Ein Schriftsteller, der mehr als 9 Dutzend Erzählungen hinterlassen hat, verrät uns auch ein wenig über die ihm eigentümliche Handschrift. Nein, wir wollen nicht sein Leben ergründen. Das hätte und hat er sich selbst verbeten, obwohl er selbst in nicht wenigen Briefen davon schrieb. Doch wir können gerade aus den Erzählungen lernen, die Welt ein wenig mit Tschechows eigenen Augen zu sehen, mit, wenn Sie so wollen, seinen Perspektiven als Erzähler. Das ist ja der Ort, wo Kunst und Biografie ineinander übergehen. Wir reden über Anton Pawlowitsch Tschechow. Ein Mann, dessen Großvater in Russland noch Leibeigener war, es aber schaffte, sich und seine Familie freizukaufen. Ein Mann, dessen Vater als Kaufmann einen kleinen Laden und Schnapsausschank betrieb, in letzterem aber leider oft sein bester Kunde war, bis er so viele Schulden angehäuft hatte, dass ihm nur noch die Flucht vor den Gläubigern nach Moskau blieb. Anton, der drittälteste Sohn, blieb in der Geburtsstadt, blieb bis zu seinem Abitur im südrussischen Taganrog, einem bedeutenden Militärhafen im äußersten Osten des Asowschen Meeres. Diese Stadt, das gehört hier nicht zum Thema, meine Damen und Herren, diese Stadt gehört auch im ungeschriebenen Schuldbuch der deutschen Geschichte erwähnt. Von hier aus wurde der Luftkrieg um Stalingrad organisiert. Hier verübte die deutsche SS eines der übelsten Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung. Und der verantwortliche Kommandant wohnte in unmittelbarer Nähe von Tschechows früherem Elternhaus. Anton Tschechow lässt seine Heimat in vielen seiner Erzählungen, etwa in der 1888 erschienenen längeren Kurzgeschichte Steppe, immer wieder kurz auftauchen. Doch das macht ihn nicht zum Heimatschriftsteller. Er ist ein Beobachter, der nicht anklagend Verluste beweint, der vermeintlich Verlorenes wiederfinden will. Tschechow ist vielmehr ein Betrachter, der aus nahem Abstand diagnostiziert und der sein leichtes Spötteln bestens unter Kontrolle hat. Gut, sagen Sie jetzt, meine Damen und Herren, die Sie wissen, dass Tschechow nach seinem Abitur in Moskau Medizin studierte, gut diagnostizieren, das liegt ja auch nahe bei einem Arzt. Aber um der Sache halbwegs gerecht zu werden, müssen wir hier noch einen kleinen Schritt zurücktreten. Denn dieser Tschechow hatte nämlich als Arzt genauso wenig Illusionen über seine Macht, einem Patienten zu helfen, wie er es als Schriftsteller für in seiner literarischen Macht liegend hielt, die an so vielen Symptomen krankende russische Gesellschaft durch unbarmherzige Diagnosen ihres Zustands auf den Weg zu ihrer Besserung zu führen. So einsichtig, so ihre eigenen Grenzen bewusst, sind wenige Schriftsteller von Ärzten ganz zu schweigen. Und wie wenig Tschechow seiner Heilkunst traute, lässt sich auch schon daran ablesen, dass er seine eigene Tuberkulose, die Krankheit, an der er mit knapp 44 Jahren starb, zunächst einfach durch langjähriges Ignorieren behandelte.
Wie teile ich nun einem Patienten, wie teile ich meinen russischen Mitmenschen ihren Zustand mit? Wenn Sie, verehrte Zuseher, Tschechow folgen, dann gehen Sie nüchtern, völlig undramatisch und mit einer Haltung vor, die Ihrem Gegenüber, so kauzig er sich auch aufführen mag, stets seine Würde belässt. Gut, Ihren Humor müssen Sie nicht unbedingt verbergen. Das macht Tschechow in allen seinen Erzählungen, die aber anders als Krankengeschichten nie das untergründige, sehr, sehr diskrete, stets selbstironische Mitgefühl des Autors ganz verbergen können. Mir fällt hierzu nur eine allerdings wichtige Ausnahme ein. 1889 beschloss Tschechow, eine Strafkolonie auf der Insel Sachalin im äußersten Osten des Russischen Reiches zu besuchen, um die Lebensbedingungen der dorthin Verbannten zu untersuchen und zu beschreiben. Sachalin sei die reinste Hölle, schrieb er nach seiner Rückkehr in einer Monographie, die den schlichten Titel »Die Insel Sachalin« trug und die immerhin bewirkte, dass sich, wenn auch erst Jahre später, eine Regierungskommission auf den Weg machte, um sich ein Bild von dem dortigen Unheil zu verschaffen. Tschechow, wir haben darauf hingewiesen, war durchgängig skeptisch gegenüber der Möglichkeit, Aufklärung oder noch dramatischer soziale Reformen mit literarischen Mitteln erreichen zu können. Das Projekt Sachalin, das ihn noch lange nach der Reise unendliche Mühsal bereitete, mag diese Skepsis bestätigt haben. Allerdings kann man bei einem Blick auf Tschechows Leben stets auch die kleine versteckte Inszenierung betrachten. Tue Gutes, doch lass das um Gottes Willen keinen Menschen merken. Anders ist nämlich schwer zu erklären, warum sich ein Mensch wie Tschechow, der immer wieder vor der Sinnlosigkeit der Barmherzigkeit warnt, ob sich ein solcher Mensch so nachhaltig für diejenigen einsetzt, die der Barmherzigkeit bedürfen. Dieser Scheu vor der Offenbarung von Gefühlen mag sich in Tschechows heimliche Angst vor Opern genauso ausgedrückt haben wie in seiner Erzählung für Erzählung nachvollziehbaren Empathie mit dem ganz banalen, dem unspektakulären Unglück. Etwa dem Unglück des unscheinbaren Offiziers Rjabovic in unserer Erzählung Der Kuss. Ihm widerfährt ein Wunder und er kann nicht davon künden, denn auch das gehört ja zum Verhängnis unseres gesellschaftlichen Lebens, so wie Tschechow es beschreibt. Uns fehlen die passenden Worte für Glück wie für Unglück und zu allem Übel sind wir aber leider imstande, dieses Unvermögen als eben das zu empfinden, was es ist, als eine der Ursachen unseres Leidens. Wir haben, meine Damen und Herren, gerade eben von dem großen Leo Tolstoi geredet, der ungewöhnlich Freundliches über diese scheinbar schmucklosen, schönen Erzählungen von Anton Tschechow notierte. Wohlgemerkt, es ging um die Erzählungen. Aber Ihre Dramen, lieber Tschechow, sagte Tolstoi nach einem Theaterbesuch in Moskau, gegeben wurde die Möwe, also Ihre Dramen, lieber Anton Pawlowitsch, die sind ja noch schlechter als die von Shakespeare. Dieses Urteil wird uns beschäftigen müssen, meine Damen und Herren.